Können Sie sich Kunst vorstellen, die in ein Nadelöhr passt? Der Brite Willard Wigan macht's möglich. Er erschafft die kleinsten Kunstwerke der Welt. Für kleines Geld gibt es sie allerdings nicht, die 100.000-Dollar-Skulpturen. Elton John, Mike Tyson und Prince Charles gehören zu den stolzen Besitzern dieser unvorstellbar präzisen Mikrokunst. Der ganze Kosmos passt manchmal in ein Nadelöhr. Die Evolution des Menschen als Miniskulpturen. Die vier Jahreszeiten, winzig und doch voller Details, zu erkennen nur unter dem Mikroskop. Der Bildhauer Willard Wigan macht aus kleinsten Partikeln Kunstwerke. Wie diese winzige Goldkrone auf einem Stecknadelkopf, ein Geschenk für die Queen. Seitdem ist sie sein größter Fan. 2007 verlieh sie ihm den Ritterorden für seine Verdienste. Dass er einmal ein international gefeierter Künstler wird, hätte er in seiner Kindheit niemals gedacht. Damals litt er unter einer starken Lese- und Rechtschreibschwäche. Vor 50 Jahren als Krankheit noch völlig unbekannt. Seine Lehrerin nannte ihn Versager. Sie hat mich ständig gedemütigt. Ihre Verspottungen traumatisierten mich. Aber dann wandelte ich dieses Trauma in Energie. Heute schnitzt er kleinste Kunstwerke aus Nylonfasern. Mit Spinnweben und Staub als Details. Seine eigene Welt schaffen, das wollte er als Junge, weil die echte unerträglich war. Heute lässt er Schwarze und Weiße zusammen spielen. Undenkbar, als er in den 60ern aufwuchs. Um dem Spott in der Schule zu entgehen, flüchtete er in die Natur. Ameisen faszinierten ihn. Er beobachtete sie stundenlang und fing an, kleine Häuser für sie zu bauen. Meine Mutter erkannte, dass ich dieses Talent habe. Sie hat mich ermuntert. Sie sagte, je kleiner deine Werke, desto größer wird dein Name. Bis heute treibt ihn das an. Tiere macht er am liebsten. Hier in dieser Uhr steckt sein neuestes Geschöpf, zu sehen nur durch das eingebaute Vergrößerungsglas. Wiggins Kunst ist Ergebnis einer extremen Konzentrationsleistung. Winzige Partikel mit Diamantenstaub wie ein Bildhauer bearbeiten. Jede Erschütterung kann alles zerstören. Minimale kontrollierte Bewegungen, darauf hat er seinen Körper über Jahrzehnte trainiert. Keiner arbeitet so wie er. Wenn ich arbeite, halte ich den Atem an. So etwa. Und dann bewege ich mich nur zwischen meinen Herzschlägen. Denn in deinem Finger ist ein kleiner Puls, der würde alles erschüttern. Ich warte also immer, bis er eine Sekunde aussetzt. Nur dann bewege ich mich. Hier aber, bei Alice im Wunderland, ging es trotzdem schief. Gerade als ich die kleine Alice anheben wollte, ging mein Telefon und ich machte das. Ich habe Alice einfach eingeatmet. Jetzt ist sie wohl irgendwo in meiner Lunge. Wochenlange Arbeit umsonst. Die Kunstwerke aber, die nicht verloren gehen, reisen um die ganze Welt. Demnächst sind sie in New York zu sehen. Wigan arbeitet bis zu 16 Stunden am Tag. Ein Besessener. Lässt zum Ausgleich nur manchmal seine Mini-Hubschrauber fliegen. Zu Hause in Birmingham hat er 100 davon. Ich bin nie erwachsen geworden, immer noch ein Kind. Nicht mehr dieser 5-jährige Schuljunge, aber ich bin ein 5 Jahre alter 56-Jähriger. Willy Wiggins winzige Kunst. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Dann entdeckt man in seinem letzten Abendmahl vielleicht sogar Maria Magdalena. Willard Wigan zu sehen ab Oktober in Hildesheim und seien Sie dabei am nächsten Sonntag. TTT im Ersten. Danke fürs Zuschauen.